Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guru on Tour. Diesmal bin ich für euch auf Jamaika unterwegs gewesen und habe einen Roadtrip gemacht, habe wunderschöne Städte gesehen, ganz viel ausprobiert. Und was ich da so erlebt habe, das zeigen wir euch jetzt. Gestartet habe ich meinen Roadtrip in Negril. Das ist ganz im Westen der Insel. Und das allererste, was ich morgens nach dem Frühstück gemacht habe, war die Rhodes Hall Plantation zu besuchen. Das ist eine sehr schöne Anlage. Da ist ein wunderschöner Strand, so eine ganz kleine Bucht, wo man ganz für sich alleine ist. Und das Geilste überhaupt war, dass ich da reiten durfte und einfach mit meinem Pferd so ein bisschen durch die jamaikanische Natur spazieren. Es war direkt am Meer. Man hatte einen perfekten Blick auf das türkisblaue Wasser. Ich habe sogar ein Krokodil gesehen. Das war da in so einem Naturreservat und ist da rumgeschwommen. Das war ein bisschen creepy, aber den Pferden hat es nichts ausgemacht. Nachdem ich da im Wald unterwegs war, bin ich dann wieder zurück an den Strand geritten und durfte dann sogar noch einmal kurz mich meiner Klamotten entledigen und mit dem Bikini und den Pferden ins Wasser gehen. Das war wirklich cool, hat Bock gemacht. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da in der Gegend ist. Der zweite Stopp war der Half Moon Beach. Das ist ein wunderschöner Strand, den ich euch einfach nur ans Herz legen kann. Man muss ein bisschen Eintritt bezahlen dafür. Dafür wird dann aber auch dafür gesorgt, dass man Liegen am Strand hat, dass nicht so viele Leute da sind. Es gibt so eine kleine Beachbar, wo man was trinken kann. Und an dem Strand gab es noch ein besonderes Highlight für uns. Ich bin hier am Half Moon Beach angekommen. Und der ist bekannt dafür, dass hier Joko und Klaas zusammen eine Episode gedreht haben von Duell um die Welt. Und das war sehr geil, weil die haben nämlich hier erstmal jede Menge Bier getrunken und dann haben sie die leeren Dosen unter ihre Floße gemacht und sind dann damit zu diesen Inseln da hinten gefahren, um ein Rennen zu machen. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich muss mir die Folge auch nochmal angucken, könnt ihr vielleicht auch mal machen. Aber hier werden wir es jetzt gut gehen lassen, trinken ein kleines Bier in Gedenken an die beiden und lassen einfach die Seele ein bisschen baumeln. Heute ist ein schöner Tag für mich, weißt du das? Nach meinem Ausflug in die Natur bin ich dann ins Rick's Café gefahren. Das ist wirklich eine Institution in Negril. Und wer da in der Gegend ist, muss da unbedingt mal hin. Das ist ein krasses Café, gelegen an so Klippen. Und da ist immer was los, da gibt es ganz viel Musik. Und wenn man da reinkommt, dann wird man sofort empfangen von dem Bass, der da von den DJs produziert wird. Und das ist wirklich cool, weil man einfach mit ganz vielen Leuten da zusammensitzen kann, was trinken. Und da gibt es halt diese typischen Klippenspringer, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist was ganz Besonderes dort, dass sie nämlich einfach auf ungefähr 30 Meter Höhe steigen und mit Saltos und so weiter wieder ins Wasser springen. Und da haben wir einige von denen gesehen, die waren wirklich krass drauf, die trauen sich einiges. Und nachdem ich dann einige Male zugeguckt habe, war ich da dran. Tages war dann vor allen Dingen das Essen im Pushcart. Das ist ein relativ modernes jamaikanisches Restaurant, wo so Streetfood zubereitet wird. Und das ist wirklich geil gemacht und die Atmosphäre ist super. Da ist auch immer ein DJ, es wird viel getanzt, es gibt geile Cocktails. Also unbedingt eine Empfehlung, wenn ihr da seid, ins Pushcart zu gehen und einfach mal ein bisschen jamaikanische Küche zu probieren. Am zweiten Tag bin ich dann in die Berge gefahren und habe mir die Ras Na Tango Gallery angeguckt. Das ist von einem Rastafari aus der Region. Das ist ein Haus, wunderschön gelegen am Berg. Und der hat sich eine traumhafte Gartenanlage angelegt. Da sind ganz viele Kolibris unterwegs.
Und man kann wirklich mal ein bisschen durch den Garten spazieren und einfach angucken, was die sich da aufgebaut haben, mitten in den Bergen. Also das ist auf jeden Fall was, was man gut machen kann, wenn man ein bisschen Kultur erleben will, ein bisschen Kunst. Da gibt es eine Galerie, wo man sich ganz viele Bilder angucken kann. Und das ist wirklich einfach ein perfekter Ort, um mal ein bisschen abzuschalten und die ganze Insel sich mal so ein bisschen von oben anzugucken. Und ich habe mir ganz viel erzählen lassen von den Besitzern des Hauses, die wirklich ein cooles Konzept haben. Und wenn ihr da mal hin wollt, dann solltet ihr es tun. Der Eintritt kostet $35. Aber macht euch mal auf den Weg und lasst euch ein bisschen was erzählen. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Einblick in die jamaikanische Kultur. Wie Salat. Na dann. Geil. Brauchst ja kein Mittag mehr. Nee. Ich esse Blume. Von den Bergen bin ich dann runtergefahren ins Tal, und zwar in die Zuckerrohrfelder, weil da gibt es das Hemden Estate und das ist eine Rumdestillerie. Da kann man Touren machen und sich ein bisschen was zeigen lassen. Für mich war es einer der schönsten Orte auf jeden Fall, weil dieses uralte Herrenhaus da noch steht und die Gartenanlage unfassbar ist. Da laufen Pfaue rum, die sich da so präsentieren, und insgesamt ist es einfach so schön aufgebaut, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin im Film. Es war ein bisschen wie so ein Movie-Set, muss man wirklich sagen, wie so ein Südstaaten-Movie, und das war richtig cool, weil die Anlagen wirklich schon über 200 Jahre alt sind und man sieht denn das auch an, überall riecht es ganz besonders. Wir haben da natürlich auch ein bisschen rumprobiert. Der Rum an sich schmeckt einfach auf Jamaika nochmal ganz anders als zu Hause, deswegen fahrt da auch unbedingt mal vorbei. Das macht die Nase frei, ne? Strom. Bitte? Sehr stark. Aber ich weiß noch nicht, wie viel Prozent. Ungefähr so 500. Von Ocho Rios, ziemlich in der Mitte der Insel, bin ich dann Richtung Port Antonio gefahren. Das ist eine ganz berühmte Stadt. Da werden ganz viele Filme gedreht. Und da bin ich ein bisschen rumgefahren. Mein erster Stop war Somerset Falls. Und das ist ein wunderschöner Wasserfall. Man steigt am Anfang in so ein kleines Boot und wird dann so durch den Fluss gefahren bis zum Wasserfall und kann den sich dann so anschauen, wie der so aus der Decke prasselt. Also ist auf jeden Fall einen kleinen Besuch wert. Und da gegenüber direkt ist ein Strand, der ist nicht so typisch weiß, jamaikanisch, sondern aus Vulkangestein und dunkel, relativ dunkel. Den wollte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Deswegen habe ich da auch noch mal ganz kurz angehalten. Nach dem Vulkanstrand, dem dunklen, bin ich dann weitergefahren zur Blue Lagoon. Die ist ganz berühmt. Da wurden ganz viele Filme schon gedreht, unter anderem der gleichnamige Film Blue Lagoon. Und das ist wirklich unendlich tief und tiefblau. Und rundherum kann man wirklich sich ganz gut die Gegend angucken. Und wir sind dann im Boot rumgefahren, haben eine kleine Tour gemacht, einmal rund um die Lagune. Und ich habe noch nie so viele Blau- und Türkistöne gesehen wie in der Blauen Lagune. Also das stuft sich so ab von ganz hell bis tiefdunkel. Und es ist, glaube ich, unendlich tief, 80 Meter oder so. Deswegen, wenn man da tauchen will, kann man das sogar machen. Also, ihr seht schon, wir sind ganz schön rumgekommen auf Jamaika. Und an dem Tag gab es noch einiges mehr zu sehen, unter anderem einen wunderschönen Strand, Frenchman's Cove. Es ist eine ganz kleine Bucht, wo man sich fühlt, als wäre man in Thailand. Da gibt es so kleine Schaukeln, auf denen man rumschaukeln kann. Dieses Setting ist einfach unfassbar schön. Wir würden ja so gerne mit der Drohne fliegen, um euch den wunderschönen Strand mal von oben zu zeigen. Aber hier wird gerade James Bond gedreht, der neueste Film. Deswegen darf man das leider gerade nicht. Sorry. Zu guter Letzt habe ich mir dann noch ein Hotel angeguckt, was ein bisschen außergewöhnlicher ist, ein bisschen alternativer. Da kann man in Baumhäusern wohnen zum Beispiel oder in so kleinen Hütten. Und das alles so einen afrikanischen Touch. Es gibt einen krassen Strand, der ist überall mit Felsen versehen, aber man kann da so über so eine kleine Klippe runter ins Wasser springen. Und wenn man da ein bisschen rumläuft, fühlt man sich so ein bisschen wie in so einem alternativen Film. Tages haben wir uns dann vorgenommen, einfach ein bisschen rumzufahren, zu gucken, was wir sonst noch so entdecken können, und waren an einem wunderschönen Strand, der wirklich komplett verlassen war. Also außer uns gab es da nur ein paar Palmen und zwei, drei Häuser, und den haben wir uns erst angeschaut, und dann sind wir noch ein bisschen rumgecruised, weil ich unbedingt eine Kokosnuss probieren wollte, und deswegen haben wir an einem Stand angehalten. Davon gibt es ganz viele hier überall an den Straßen, so kleine Fruitstände, wo man alles Mögliche kaufen kann, und ich habe mir dann so eine Kokosnuss köpfen lassen und habe die dann geschlürft. Das ist so geil. Es gibt nichts Besseres. Und da gab es wirklich alle möglichen Früchte, und der Verkäufer da, der war völlig hyped. Der wollte auf jeden Fall mit ins Video, deswegen ist er natürlich dabei. This is the flesh. So now we're gonna eat the inside, okay? Yeah. This is a spoon. And it's very hard, so you have to put a little pressure on it. Okay. Now you're gonna taste this one. Tell me if you like it.
lecker. Geiler Snack. Der Tag war auf jeden Fall einer der besten überhaupt. Und deswegen war danach auch relativ schnell der Tag vorbei. Ich habe gut geschlafen und am nächsten Tag ging es dann sofort weiter. Nämlich Richtung Kingston. Und vorher haben wir uns noch die Mühe gemacht, 2 Stunden über krasse Kurvenstraßen in die Blue Mountains zu fahren. Das ist ein ganz besonderes Gebirge auf Jamaika. Da gibt es extrem hohe Berge und es ist wirklich wie ein Dschungel. Und da ganz oben gibt es eine Kaffeeplantage, wo man sich erklären lassen kann, wie der Kaffee dort angebaut wird und unter welchen bestimmten Voraussetzungen der Kaffee am besondersten schmeckt und so weiter. Und das haben wir gemacht. Das war krass, weil man da einfach einen überragenden Blick auf Kingston hatte, auf den Airport. Und wir standen einfach da und haben die Aussicht genossen. Das ist hier der berühmte Blue Mountain Kaffee. Ich kann jetzt nicht rausschmecken, was den unterscheidet von anderen hier auf Jamaika, aber er schmeckt sehr gut und ich kaufe mir auf jeden Fall ein Paket für zu Hause. Eins der Highlights meiner Tour sollte auf jeden Fall der Karneval sein, der in Kingston regelmäßig stattfindet, jedes Jahr. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen, weil das ganz anders ist als bei uns, weil es viel farbenfroher ist. Es gibt krasse Kostüme mit so Federn und die Musik ist wirklich extrem cool. Also da kann man richtig Spaß haben. Alle hatten was zu trinken dabei und sind durch die Straßen geflogen und haben getanzt und so. Also es war wirklich was ganz anderes als bei uns in Deutschland. Das muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn man da ist. Also schreibt euch das fürs nächste Jahr auf jeden Fall in den Kalender. Also ihr habt schon gesehen, Jamaika hat sehr, sehr viel mehr zu bieten als die paar Klischees, die wir vielleicht aus Deutschland so kennen, dass es hier nur Rastafari gibt und dass hier viel gekifft wird. Es gibt sehr, sehr viel mehr als das zu sehen und die Leute sind wirklich cool. Wenn du an der Straße an denen vorbeiläufst, wirst du immer gegrüßt. Alle sagen, ja Mann, und du weißt direkt, ah ja, die finde ich ganz cool. Und das ist das Perfekte hier, dass du einfach rumreisen kannst und ganz viele Leute kennenlernst, wunderschöne Orte entdeckst. In Kingston zum Beispiel war ich völlig überrascht, was es da alles zu sehen gibt. Ich habe ein bisschen eine Sightseeing-Tour gemacht noch. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich an einem sehr coolen Graffiti-Spot rausgekommen bin, der einfach ultra bunt war. Und da haben wir einfach uns auch noch mal ein bisschen unterhalten können mit den Locals. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht und ist eine Insel, die es auf jeden Fall verdient hat, dass ihr sie besucht. Also macht euch auf den Weg und kommt vorbei. Ihr werdet an jeder Ecke überrascht werden von wunderschöner Natur und von echt coolen Menschen. Also lasst euch das nicht entgehen. Shout out, you know, my place. Anytime we're ready for link up, you don't know. Welcome, one and all, one love, Rastafari. Up full. Yes, I am.